Es ist noch gar nicht so lange her, da erreichte uns aus Holland eine Nachricht, die manch einer wenig berauschend findet. Seit dem 1. Mai dürfen niederländische Coffeeshops keine Ausländer mehr bedienen. Eine Entscheidung der rechtskonservativen Regierung, die so den Drogentourismus im Land beenden will. Die Coffeeshops müssen sich außerdem in Cannabis-Clubs verwandeln, die den Hanf nur für den Eigenkonsum anbauen und eben nicht mehr damit handeln dürfen. Vorbild sind belgische Kiffervereine, die jetzt nach dem Verbot in Holland noch den einen oder anderen Joint mehr drehen müssen. Ina Dont. Welcome, Dave. Willkommen, ruft Dominik bei Züchte eine Pflanze. Es ist nicht irgendeine, erklärt er all jenen, die dieses Gewächs nicht sofort erkennen. Hier stehen 12 blühende Cannabispflanzen für 12 unserer Mitglieder, die sich in einigen Wochen sehr über ihr biologisches Cannabis freuen werden. 190 Pflanzen züchtet der Verein, genauso viele, wie er Mitglieder zählt. Denn das Besitzen einer Cannabispflanze pro Person ist in Belgien erlaubt. Für 25 Euro Jahresbeitrag dürfen volljährige Belgier hier Mitglied werden, die selbst Cannabis konsumieren und sich für die Legalisierung einsetzen. Wir wurden schon einmal vom Gericht verurteilt, doch sind dann in Berufung gegangen und wurden freigesprochen. Und beim letzten Mal hat der Richter gesagt, ihr bewegt euch auf der schmalen Linie dessen, was erlaubt ist und verboten ist, aber es ist nicht strafbar. Auch der 70-jährige Omer hat hier eine Pflanze. Er ist chronisch krank. Cannabis hilft ihm, die Schmerzen zu ertragen, sagt er. Viermal im Jahr wird seine Pflanze geerntet, bringt ihm rund 80 Gramm, die er auf keinen Fall verkaufen darf. Pro Gramm muss er 6 Euro zahlen. Damit macht der Verein keine Gewinne, sondern deckt die Pflanzenpflegekosten. Wenn ich das hier nicht bekommen würde, müsste ich es vielleicht illegal auf der Straße besorgen. Aber das ist doch nicht gut, wenn man verschmutztes Zeug bekommt. Du musst Mitglied in unserem Verein sein und gibst uns damit den Auftrag, Cannabis auf eine biologische Art und Weise zu züchten, ohne Schwarzmarktpraktiken. Das ist doch eine echte Alternative, die niemanden belästigt oder schadet. Denn wer illegal verkauft und damit gegen das Statut und gegen belgisches Gesetz verstößt, fliegt raus. Das kann sich der Verein leisten. Die Wartelisten sind lang.